Gibt es eigentlich eine Religion in Harry Potter? Das und mehr jetzt in diesem Video. Im heutigen Video werden wir über das Thema Religion und Weihnachten in der magischen Welt von Harry Potter sprechen, um herauszufinden, ob Weihnachten in der magischen Welt die gleiche Bedeutung hat wie in der Muggelwelt. Des Weiteren werden wir uns eingehender mit dem Thema Religion in der Zauberergesellschaft beschäftigen, einschließlich ihrer Verbreitung, Diversifizierung und der Frage, ob Hexen und Zauberer götterähnliche Wesen verehren oder eben nicht. Wir werden unseren Fokus mit einer Betrachtung von Weihnachten beginnen und anschließend auf das Thema Religion eingehen. Lasst uns also direkt loslegen. In Hogwarts bedeutete die Weihnachtszeit, dass Hagrid und die anderen Professoren die große Halle weihnachtlich dekorierten. 12 prachtvoll geschmückte Tannenbäume, Mistelzweige und Stechpalmen gehörten zu den Dekorationen, bei deren Anbringung Hagrid und die übrigen Professoren helfen, um die große Halle für die Weihnachtsferien zu schmücken. Auf den ersten Blick scheint Weihnachten in Harry Potter genauso gefeiert zu werden wie in der Muggelwelt, mit Eierlikör, Weihnachtsliedern, Lichtern, Tannenbäumen, Geschenken und Weihnachtsfesten. Harry hatte in seinem gesamten Leben noch nie ein derart opulentes Weihnachtsessen erlebt. 100 üppige Berge von gebratenen und gekochten Kartoffeln, Platten voller leckerem Essen. Tatsächlich ist die Betonung der Weihnachtstraditionen in Harry Potter so bedeutsam, dass das Franchise in gewisser Weise über die Buchseiten hinausgeht und in der realen Welt zu einem unsterblichen Symbol für Weihnachten geworden ist. Sobald die Schneesaison beginnt, ist es unausweichlich, sich in warme Decken zu hüllen und Harry Potter anzuschauen. Aber abgesehen von all den gemütlichen Pullovern, Lebkuchenhäusern und Weihnachtspudding, welche Bedeutung hat das Weihnachtsfest in Harry Potter eigentlich? Ist Weihnachten in Harry Potter von religiösen Motiven geprägt oder handelt es sich um ein weltliches Fest? Zuerst werde ich einen näheren Blick darauf werfen, was Weihnachten für Hexen und Zauberer bedeutet, und dann werde ich die Rolle der Religion in der Welt der Zauberer allgemein beleuchten. Aus unserer Perspektive scheint es, als ob so ziemlich alle in der Welt von Harry Potter Weihnachten feiern. Wenn es eine Figur gäbe, die einem anderen Glauben angehört und eine andere Form des Winterfestes feiert, würde man erwarten, dass Harry davon gehört hätte. Aber angenommen, Weihnachten war traditionell ein religiöses Fest und es scheint, dass in der Geschichte fast jeder dieses Fest begeht. Bedeutet das, dass jeder Christ ist? Diese Frage erfordert eine mehrteilige Antwort. Erstens sollte angemerkt werden, dass das Christentum in der Welt von Harry Potter erwähnt wird. Die Geschichte ist sicherlich nicht frei von religiösen Bezügen. Der dicke Mönch, das Gespenst von Hogwarts, war beispielsweise ein Zauberer und ein Mitglied der Kirche, der hingerichtet wurde, als hohe kirchliche Würdenträger Verdacht wegen seiner übernatürlichen Fähigkeiten schöpften. Genauer gesagt handelt es sich um seine Gabe, Pocken zu heilen, indem er Bauern mit einem Stab stach, sowie um seine Angewohnheit, Kaninchen aus einem Abendmahlskelch zu ziehen. J.K. Rowling hat auch auf christliche Themen in den Büchern hingewiesen, wie etwa Opfer und Auferstehung, insbesondere in Bezug auf die Grabsteine in Godric's Hollow. Für mich waren die religiösen Parallelen schon immer offensichtlich, sagte Rowling. Aber ich wollte nie zu offen darüber sprechen, weil ich dachte, es könnte denjenigen, die nur die Geschichte genießen wollten, zeigen, worauf wir hinaus wollen. In ihrem neuesten bzw. letzten und abschließenden Teil der Reihe gibt es spezielle Verweise auf das Christentum sowie Themen wie Leben nach dem Tod und Auferstehung. An einer Stelle besucht Harry das Grab seiner Eltern und entdeckt 2 Bibelstellen, die auf unterschiedlichen Grabsteinen eingraviert sind. Da es sich um sehr britische Bücher handelt, erschien es praktisch, dass Harry Bibelzitate auf den Grabstein vorfindet, erklärte sie. Aber ich denke, dass diese beiden besonderen Zitate, die er auf den Grabstein findet, die Essenz der gesamten Serie nahezu perfekt erfassen. Auf dem Grabstein von Harrys Eltern steht: Der letzte Feind, der vernichtet werden soll, ist der Tod. Auf dem Grabstein von Ariana Dumbledore steht: Wo dein Schatz ist, da wird auch dein Herz sein. Diese Zitate stammen aus der Bibel und schmücken die Grabsteine von Hexen und Zauberern. Obwohl Lily Potter und Kendra Dumbledore Muggelgeborene waren, wurden ihre Beerdigungen von Zauberern in der magischen Welt durchgeführt. Die Tatsache, dass religiöse Zitate auf ihren Gräbern zu finden sind, deutet wahrscheinlich auf die Präsenz von religiösen Bezügen in der Zauberergesellschaft hin. Es könnte jedoch auch schlichtweg bedeuten, dass Zauberer den vertrauten Religionen der Verstorbenen Respekt zollen möchten. Ich könnte den ganzen Tag über diese Zitate sprechen, aber das ist nicht der Hauptzweck dieses Videos. Ich wollte lediglich zeigen, dass es in der Geschichte offensichtliche Anspielungen auf das Christentum gibt, was Sinn ergibt, wenn man bedenkt, dass Rowling selbst Christin ist. Abgesehen davon ist es sehr wahrscheinlich, dass es in der Welt von Harry Potter Hexen und Zauberer gibt, die dem Christentum folgen.
Ob dieser Glaube aus der Muggelwelt übernommen wurde, kann nur vermutet werden. Angesichts der engen Verbindung dieser parallelen, existierenden Welten ist es jedoch nicht überraschend, dass Einflüsse von einer auf die andere übergehen. Darüber hinaus stammen viele der Schüler in Hogwarts aus der Muggelwelt, was bedeutet, dass sie ihre Glaubenssysteme mit in die Zaubererwelt bringen müssen. Diese Vermutung wird durch die Tatsache unterstützt, dass Ostern, ein weiterer religiöser Feiertag, auch in der Zaubererwelt gefeiert wird. Aber bedeutet das, dass das Christentum die einzige Religion in Harry Potter ist? Und bedeutet es, dass alle Schüler in Hogwarts Christen sind? Sicherlich nicht. Wir dürfen nicht vergessen, dass Weihnachten heutzutage weniger ein religiöser Feiertag ist, sondern eher eine kulturelle Tradition, insbesondere in Großbritannien, wo die Bücher geschrieben wurden. Seit dem frühen 20. Jahrhundert hat Weihnachten sich zu einem säkulären Fest entwickelt, das von Christen und auch von Nichtchristen gleichermaßen gefeiert wird, ohne zwingende christliche Elemente. Diejenigen, die dem Christentum anhängen, können Weihnachten nach seiner ursprünglichen religiösen Bedeutung feiern, und diejenigen, die es nicht tun, können machen, was sie möchten. Für die meisten Menschen ist Weihnachten heutzutage eher zu einem kulturellen Fest geworden, bei dem man sich mit der Familie trifft, Geschenke austauscht, einen Weihnachtsbaum schmückt und um das Feuer versammelt. Sicher, das Christentum ist in der Zauberergesellschaft weit verbreitet, aber was ist mit anderen Religionen? Das erste direkte Statement von Rowling über die Religionen der Hexen und Zauberer stammt aus dem Jahr 2007, als sie preisgab, dass Hogwarts eine multireligiöse Schule ist, ohne jedoch genau zu erläutern, welche Religion das einschließt oder nicht. Später beantwortete sie 2014 einen Tweet, in dem sie bestätigte, dass es einen jüdischen Ravenclaw-Schüler namens Anthony Goldstein gibt. Die umfassende Information über die Religion der Zaubererwelt wurde bekannt, als sie offenbarte, dass Hogwarts Raum für alle Religionen und Glaubensrichtungen bietet. In der Bibel gibt es zahlreiche Verweise auf Hexerei und die meisten von ihnen verurteilen sie. Angesichts dessen, dass eines der wichtigsten thematischen Elemente in Harry Potter die Zauberei ist, ist es nicht überraschend, dass es von bestimmten religiösen Gruppen abgelehnt wird. Ein Beispiel hierfür sind die Schriften, die jeden Verurteilten, der zaubert, ein Medium oder ein Spirist ist oder die Toten befragt. Jeder, der solche abscheulichen Praktiken ausübt, wird wegen dieser Handlungen von Gott verstoßen. In Exodus heißt es ebenfalls, du sollst nicht zulassen, dass eine Zauberin am Leben bleibt. J.K. Rowling hat beharrlich betont, dass die Magie in Harry Potter weltlich ist, ein Produkt von Wissenschaft und nicht von Religion. Sie hängt nicht vom aktiven Eingreifen eines Gottes oder von Göttern ab. Trotz J.K. Rowlings Erklärungen und Beteuerungen, dass die Magie auf wissenschaftlichen Prinzipien beruht, sind die Bücher nach wie vor für viele religiöse Familien ein Tabu. Hoffentlich werden Rowlings Aussagen im Laufe der Zeit dazu beitragen, die Bedenken einiger religiöser Gruppen abzubauen und die Geschichten für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Also, wir haben bestätigt, dass das Christentum weit verbreitet ist. Es ist durchaus plausibel anzunehmen, dass Hogwarts eine Vielfalt von Zauberern mit unterschiedlichen religiösen Überzeugungen beherbergt, insbesondere wenn wir bedenken, dass es muggelstämmige Zauberer schon seit der Gründung von Hogwarts gibt. Doch welche Beweise haben wir für das Vorhandensein anderer Religionen? Wenn wir uns insbesondere auf Hogwarts konzentrieren, scheint es nicht so einfach, aktiv religiös zu praktizieren. Es wird nicht erwähnt, dass die Schüler sonntags eine Kirche oder eine Schulkapelle besuchen, und es gibt keine Erwähnung von Bar Mitzvahs oder Gebetszeiten für muslimische Schüler. Möglicherweise existieren diese Elemente in der magischen Welt, doch sie werden offenbar ausgelassen, da wir die Zaubererwelt hauptsächlich durch die Perspektive von Harry Potter erleben, einem Jungen mit recht begrenztem Blickwinkel auf andere Schüler. Und nein, das ist natürlich nicht böse gemeint, er hat einfach andere Dinge zu tun, wie zum Beispiel Lord Voldemort zu bekämpfen. Und das war's mit diesem Video. Was haltet ihr davon? Schreibt es mir gerne in die Kommentare. Wenn dir das Video gefallen hat, gib dem Video doch gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.